Hoher Heimsieg, aber auch hohe Auswärtsniederlage für Obergoricher Tischtennisspieler. Bereits am 4. Februar empfingen die Tischtennisspieler des SV Obergorich die Mannschaft der Spielgemeinschaft TTSV Kirschau-Solern zum Rückrundenpunktspiel. Schon das Hinspiel hatte Obergorich in Kirschau mit 12:3 gewonnen und so wollte man auch im Rückspiel nichts anbrennen lassen. Kirschau musste auf zwei Stammspieler verzichten und so deutete sich schon sehr zeitig ein hoher Heimsieg für Obergorich an. Bereits nach 3 Doppeln und dem ersten Einzeldurchgang führten die Männer um Andreas Berthold schon uneinholbar mit 9:0 und das ging im zweiten Einzeldurchgang genauso weiter bis zum 13:0. Bei diesem Stand verlor Bernd Beutlich sein Einzel mit 1:3, aber bei dieser einzigen Niederlage sollte es auch bleiben. Mit 14:1 wurde Kirschau-Solern zurück ins Oberland geschickt und der zweite Tabellenplatz weiter gesichert. Außer Bernd Beutlich, der 1,5 Punkte holte, steuerten alle anderen eingesetzten Spieler die Maximalpunktzahl von 2,5 zum Sieg bei. Bemerkenswert war das hohe Satzergebnis von 43:6, was auch nicht in jedem Punktspiel gelingt. Wie weh eine solche Niederlage tun kann, mussten die Obergoriger aber vor 2 Tagen am eigenen Leib erfahren, als sie beim vorgezogenen Punktspiel beim ungeschlagenen Spitzenreiter SV Grün-Weiß-Hochkirch mit demselben Ergebnis unter die Räder kamen. Bestand vor dem Spiel noch ein Fünkchen Hoffnung, mit einem Auswärtssieg bis auf einen Punkt an Hochkirch heranzurücken, so löste sich dieses Vorhaben sehr schnell in Luft auf. Hochkirch war personell ausgeglichener besetzt und so gingen schon am Anfang alle 3 Doppel weg. Konnten die beiden Obergoriger Spieler Andreas Berthold und Jens Seifert im oberen Parkkreuz noch sehr gut mithalten und durch Andreas Berthold auch einen 3:2-Sieg gegen einen Gegner erzielen, der in der Rangliste vor ihm rangiert, so sollte dies doch der einzige Spielgewinn bleiben. Jens Seifert verlor beide Einzel unglücklich im 5. Satz und auch Maurice Kuschke und Carsten Liebsch hätten mit etwas Glück ein Einzel gewinnen können. Ansonsten war man chancenlos und musste die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Hochkirch steht somit bereits 2 Spieltage vor Schluss dieser Saison als Meister der 2. Kreisklasse Staffel 5 und somit als Aufsteiger in die 1. Kreisklasse fest. Die Obergoriger gratulierten als Erste und erkennen neidlos an, dass man diesmal an einer stärkeren Mannschaft gescheitert ist. Am 11. und 18. März folgen für Obergorich noch 2 Heimspiele gegen Wersdorf und Bischofswerda. Hier soll durch 2 Siege der 2. Platz gehalten werden. Vielleicht eröffnet sich dadurch doch die Möglichkeit, auch noch den Aufstieg zu schaffen, denn die Spielkommission des Kreises Bautzen überlegt noch, Relegationsspiele für die Tabellenzweiten der 2. Kreisklasse durchzuführen, um weitere Aufsteiger in die 1. Kreisklasse zu ermitteln. Eine endgültige Entscheidung gibt es dazu aber noch nicht. Drücken wir die Daumen, verdient hätten es sich die Obergoriger. Skaterplatz wird zur Eisbahn. Mitarbeiter des Bauhofs sowie der Freiwilligen Feuerwehr verwandelten die Skaterbahn in Obergorich am 8. Februar zu einer Spritzeisbahn. Je nach Witterung kann diese von der Bevölkerung auf eigene Gefahr benutzt werden. Fasching im Kindergarten Spatzennest. Zur Faschingsparty im Kindergarten Spatzennest hatten sich alle Kinder toll verkleidet. Mit einer Modenschau stellten sie ihre Kostüme vor. Es wurde getanzt und gespielt. Mehr davon sehen Sie in unserem Filmbeitrag. Seniorenfasching in Großdöpschitz. Die Senioren aus Großdöpschitz, Kleindöpschitz und Lehn wurden von ihren Betreuerinnen zu einer Faschingsparty am Faschingsdienstag ins Feuerwehrgerätehaus Großdöpschitz eingeladen. In diesem Jahr stand das Motto Hut auf dem Programm und so präsentierten die Senioren verschiedene Hutmodelle. Wie es zum Fasching üblich ist, gab es natürlich zum Kaffee Pfannkuchen. In gemütlicher Runde wurden lustige Geschichten vorgetragen, bei denen alle ihren Spaß hatten. Winterfest der guten Laune. Die Senioren aus den Ortsteilen Obergorich, Sinkwitz und Schwarznauslitz besuchten am Faschingsdienstag das Winterfest der guten Laune in der alten Buntweberei an der Sauerstraße in Schöggeswalde. Heiko Harich führte durch das Programm. So waren auch die Schlagersänger Katrin und Peter zu bewundern. Der Schöggeswalder Faschingsclub führte auch ein kleines Programm auf. Mehr davon erfahren Sie in unserem Filmbeitrag.